Du singst ja gar nicht mit, aber es ist doch Weihnachten. Für mich ist erst Weihnachten, wenn ich hier rauskomme. In 345 Jahren und 10 Monaten, Joe. Weihnachten ist ein furchtbares Fest und der Weihnachtsmann ist ein Betrüger. Das ist ja eine blöde Geschichte. Wie soll denn der dicke Mann durch den Kamin passen? Ein Kamin, ja. Und das ist meine Idee. Einen Kamin? Aber wofür denn? Wenn wir keinen Kamin haben, dann kann uns der Weihnachtsmann auch keine Geschenke bringen. Ah, eine ganz wunderbare Idee, Joe. Darauf hätten wir schon viel früher kommen müssen. Also schön, aber ihr müsst ihn selbst bauen. Ja! Sie plündern, rauben, betrügen, hintergehen. Und jetzt sind die vier so naiv wie kleine Kinder. Und wenn sie sich als Weihnachtsmann verkleiden und sie bestehlen? Ah, es schneit! Hier sind der Plan und eine Maurerkelle. Das ist ein Selbstbaukamin. Er kommt direkt aus Schweden. Tada! Also, ich glaube, das Ding steht verkehrt rum. Kommt drauf an, von welcher Seite man ihn ansieht. Stümper und Dilettanten. So, jetzt ist er richtig herum, Joe. Avril, wofür war das Loch in dem Kamin gleich noch, hä? Damit wir fliehen können. Wir klettern innen drin nach oben und dann geht's hoppla hopp über die Mauer. Und warum hast du den Kamin dann in die Mitte vom Hof gebaut? Wow, eine neue Hundehütte. Ist sie für mich? Oh, danke, Weihnachtsmann. Na bitte, es geht doch, Avril. Also, hör zu, so werden wir abhauen. Siehst du, was ich sehe? Keine Sorge, Emmett. Der dicke, bärtige Typ soll nur kommen. Der kann was erleben. Okay, wir können los, Jungs. Würden die auf den Weihnachtsmann warten? Wir müssen sie weglocken. Ja, genau, aber wie? Verkleiden wir uns doch als Weihnachtsmann. Ene, mene, mine, mu, der Weihnachtsmann bist du. Du, Avril, komm raus da. Okay, Avril, du verkleidest dich als Weihnachtsmann und sagst den Wachen, dass ihre Geschenke in deinem Schlitten sind. Ich verkleide mich als Schlitten und sag dem Weihnachtsmann, dass die Wachen in den Geschenken sind. Ich meine, die Wachen sind im Weihnachtsmann. Alles klar. Und jetzt verkleide dich. Oh. Ja, eilig. Oh, bloß immer. Hallo, Kinderchen. Ich bin's, der Weihnachtsmann. Wo kommt der plötzlich her? Wo immer er herkommt. Wir schicken ihn wieder dahin zurück. Was macht ein Direktor nicht alles für seine Gefangenen? Hey, er hat es geschafft. Los, komm, wir wollen verschwinden. Alarm! Die Deutschen versuchen ab. Ja, das ist der Richtige. Was denn, wieso denn? Nein, ich schwör's, ich bin der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann bin ich. Ach, komm schon, Avril. Geh zurück in deine Zelle, sonst sperren wir dich noch ins Loch. Seid ihr hier drin, Jungs? Was glaubst du denn? Jedenfalls feiern wir hier drin nicht Weihnachten. Man sieht nichts hier drin. Es ist stockfinster. Ich mach uns Licht, Joe. Steffel, sei nicht so laut.
Na, Weihnachtsmann, jetzt hast du Muffensausen, was? Ich fordere euch hiermit auf, lass mich frei! Es wird kein kleiner Kobold auftauchen und dich befreien. Darüber reden wir später, Everell. Wo ist der Ausgang, hm? Der Ausgang? Was denn für ein Ausgang? Na, der Ausgang, durch den wir abhauen wollen! Ich bin doch nicht blöd, Joe. Ich hab keinen gemacht, weil das ein falscher Kamin ist. Ach, jetzt fühle ich mich besser. Oh, der Weihnachtsmann. Vielleicht hast du zu hart zugeschlagen, Joe. Oh, oh, oh. Dieser Kamin steht gar nicht auf meiner Karte. Weihnachtsmann, bringst du mir ein Geschenk? Everell. Hier, lieber Everell, für dich. Oh, Weihnachtsmann! Kriegen wir vielleicht auch ein Geschenk, Sir? Joe, Jack und William. Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Tut uns leid, Mr. Peabody. Wir wussten nicht, dass Sie das sind. Darüber reden wir später. In der Zwischenzeit fangt ihr die Daltons ein und steckt sie zurück in ihre Zelle. Ich bin fertig erledigt. Ich musste die Daltons bewachen und ich habe versagt. Ach was, bitte lächeln Sie, lieber Direktor. Es ist Weihnachten. Hey, machen Sie doch mal Ihr Geschenk auf. Mein Geschenk? Die Daltons, genau die habe ich mir gewünscht. Oh, danke schön, Weihnachtsmann. Hey, Emmett, riechst du auch den süßen Duft der Rache? Oh, oh. Und jetzt führt euch Mr. Fabelhafter Falke seinen Wettertanz vor. Es ist ganz einfach. Damit es wärmer wird, drehen wir uns nach links. Schumba, wenga, schumba, wenga, schumba, wenga, schumba, wenga, schumba, wenga, schumba, wenga, schumba, wenga. Und damit es kälter wird, drehen wir uns nach rechts. Runka, chinka, rumpapa, runka, chinka, rumpapa, runka. Also, das lässt mich eiskalt. Hey, eine Eiskatze. Oder doch eher ein Eichhörnchen? Und für milde Temperaturen machen wir Rampa, Zimpa, Rampa, Uchi, Rampa. Brüder, nutzen wir diese Gelegenheit zur Flucht. Ach, wirklich? Bitte machen Sie etwas, damit die Gefangenen mit der Schneeballschlacht aufhören. Das ist ein Gefängnis und kein Spiel. Vorsicht, es ist ziemlich rutschig. Es reicht, wir machen morgen weiter. Die Vorführung ist beendet. So viele Schneehaufen, das sieht ganz schön hässlich aus. So, bitte sehr. Schneewürfel? Eine großartige Idee. Das nimmt viel weniger Platz weg. Bravo, meine Kinder. Weiter so. Ihr seid auf dem Weg der Besserung. Los! Und keine Angst, der Schnee bremst euren Fall. Wir finden die Daltons in Nullkomma nichts. Das ist wie ein Spaziergang im Park. Oh ja, wir gehen Gassi. Diesmal kriegen sie uns nicht. So viel Schnee. Ach, ist das schön. Das ist doch sehr praktisch. Hm? Nicht für alle. Da
Warum haben wir den Hund mitgenommen? Die Daltons haben doch eine Spur hinterlassen. Meine Finger sind schon Eiszapfen, Joe. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Machen wir eine Pause. Bei dem Sturm müssen die Daltons auch stehen bleiben. Machen wir eine Pause. Bei dem Sturm müssen unsere Verfolger auch stehen bleiben. Bei der Kälte gefriert einem ja der Rotz in der Nase. Zum Glück haben wir einen Zeck. Da gefrieren einem ja die Worthaare. Kommt, bauen wir einen Igloo. Ist das nötig, Averill? Los, raus, weiter geht's! Die Tür ist zugefroren. Heben wir das Ding hoch. Und schieben! Das ist eine 1A-Spur. Tja, aber wer hat sie hinterlassen? Wo sind die denn? Oh. Hey, das ist doch Rantanplan! Ja, guter Hund. Rantanplan! Hallo! Wir sind gerettet, Brüder. Gleich da vorne ist schon die Grenze. Oh nein, die Grenze! Ich fühle mich schon viel besser. Ich versuch's nochmal, ja? Okay. Oh, jetzt wird's heiß. Das war wohl die falsche Richtung. Da friert einem ja alles ab. Wir haben's geschafft. Station. Die Spielzeit ist beendet. Ich weiß, der Winterurlaub ist immer viel zu kurz. Na sowas, ein Gartenzwerg mit einer Schrumpelnase. Hallo, Miss Betty. Besprechung. Meine Herren, klitzekleine Pause. Ein Geschenk zum Geburtstag von Verrückter Wolf? Ja, eine starke und symbolische Geste. Diplomatie ist das Schlüsselwort. Wie wär's mit einer neuen Friedenspfeife? Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Wir könnten die Gefangenen kahl rasieren und ihm ihre Skalps schenken. Er mag keine Haare mit Spliss. Er steht doch auf Federn. Ich kenne eine Tänzerin, die könnte Federn liefern. Eine Tänzerin? Nein. Irgendetwas anderes. Irgendetwas Männliches. Ja, ein Totem. Schenken wir ihm ein Totem. Das ist was Männliches. Gar keine schlechte Idee. Danke für den Vorschlag. Oh, übrigens, sein Geburtstag ist morgen. Wir wollen Verrückter Wolf morgen einen Totemfall liefern? 10-1, das klappt nie. 20-1. Bis morgen einen Totemfall zu schnitzen ist absolut unmöglich. Da müsste man schon zaubern können. Helft mir! Ich bin eine Vase! Bis morgen ist so gut wie erledigt.
Sind Sie denn ein Totem-Experte, Mr. Joe? Das möchte wohl sein. Ich habe eine 3-jährige Totem-Ausbildung hinter mir. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich unter Beobachtung stehe. Ich arbeite lieber im Werkzeugschuppen. Hey, wunderbar. Super Idee! Großartig! Warst du wirklich in einer Totem-Fallschule, Joe? Ach, wir waren noch niemals in der Schule. Das ist ein Plan! Warte, ich raff's nicht. Wir bauen keinen Totem-Fall, wir werden ein Totem-Fall sein. Ich bin fertig! Seht ihn euch an! Oh? Nun, er ist traditionell und doch modern. Er erinnert mich an irgendwas, aber woran? Hässliches Ding. Mr. Joe, wo sind Sie? Sie sind schlafen gegangen und hoffen, dass er uns gefällt. Und ob er uns gefällt. Und jetzt liefern wir das Ding aus. Es hat geklappt. Sie haben nicht Lunte gerochen. Du bist ein Genie, Joe. Ich frag mich, ob das gut für meine Haut ist. Ich muss mal pipi. Och, nee. Akzeptieren Sie bitte diese starke und symbolische Geste als Zusammenarbeit unserer Nation. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wenigstens nicht wieder eine Friedenspfeife. Man spürt einen starken Einfluss des Okzidents. Aber an Hässlichkeit nicht zu übertreffen. Ja, das Ding ist scheußlich. Aber es ist eine nette Geste, also behalten wir das Ding. Also dann, lasset uns diesen Tag feiern in alter Tradition. Bereiten wir ein kleines Fest vor. Wir warten, bis es Nacht wird. Dann verschwinden wir. Bis dahin rühren wir uns nicht. Eine Riesenzuckerstange. Verschwinde, du blöder Köter. Mehr. Hören die denn nie auf? Das geht jetzt schon 3 Nächte lang. Haltet durch. Eine 4. Nacht schaffen die nie. Ah, das gibt's doch nicht. Jack, William, Averill, ihr Hohlköpfe, wacht auf! Averill! Feuer! Los, alle zugleich! Es wird Zeit für das traditionelle Tomahawk-Werfen auf den Totempfahl. Totempfahl? Hä? Was? Was für eine Tradition? Volle Deckung! Seit wann interessiert ihr euch denn für unsere indianische Kultur? Na sowas, eine mexikanische Piñata. Mit jeder Menge süßer Leckereien. Ich kann alles erklären, Direktor. Das habe ich mir doch fast gedacht. Die Daltons mal wieder. Und ich dachte schon, ihr wärt verloren gegangen. Sperrt die Burschen ein. Was ist das für eine Piñata ohne Süßigkeiten?
Süßigkeiten? Ich liebe Süßigkeiten. Warum denn immer ich? Geht's. Zu schade, dass Sie unseren neuen Gast nicht begrüßen können. Beste Grüße an die Frau Mutter. Juhu, wir sind frei! Hallo, Milady. Heiße Schnecke. Mr. Peabody nehme ich an. Dr. Jeff Kill, Gehirnspezialist. Dr. Kill ist heute bei uns, um seinen Antikriminalitätsimpfstoff auszuprobieren. Und das soll helfen? Das geht dich überhaupt nicht an, klar? Ich habe herausgefunden, dass das Laster ein Virus ist. Ach, der zu tierischen Verhaltensweisen führt. Und die Gehirnzellen verändert. Geht es Ihnen gut, Doktor? Ich habe mich infiziert, als ich das Verbrechensvirus studiert habe. Aber ich denke, dass ich die Nebeneffekte im Griff habe. Nun sehen Sie, es ist so, das kriminelle Gehirn ist im sogenannten Nussareal beschädigt. Also im vorderen Stirnlappen, dem Zentrum für Moral. Der neue Schlachter hat recht. Die Rippchen sind der beste Teil. Nur ein Tropfen meines Impfstoffes genügt, um eine gesunde Zelle zu infizieren. Und so aus einem guten, anständigen Gehirn ein Durchgeknalltes zu machen. Ein durchgeknalltes Gehirn? Na, da geht mir doch gleich wieder ein Licht auf. Wir klauen das Virus vom Doktor, lassen alle davon trinken und wenn alle völlig verrückt sind, dann können wir abhauen. Jeder, der sich als Freiwilliger für dieses Experiment zur Verfügung stellt, tritt einen Schritt nach vorn. Ich möchte es gern mal ausprobieren. Was ist das für ein Parfüm? Danke sehr, mein Lieber. Du Hohlkopf! Möchten Sie etwas Milch zu der Tinktur? Sobald ich wieder frei bin, kümmere ich mich um dich, Joe Dalton. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir, Joe Dalton. Oh, was passiert mit mir? Der Effekt setzt ein. Ich gebe ihm eine stärkere Dosis. Vergessen wir unsere Differenzen, Bruder. Kriegst einen großen Schmatzer. Hast du einen Vollschuss? Ich hab's gerockt, ja! Ein überzeugendes Experiment. Etwas von der Lösung für alle. Und wir beginnen mit Joe. Na, wer wird gleich ein netter, braver Junge sein? Herr Joe Dalton? Rühr mich an und ich mach dich fix und fertig. Gar nicht mal schlecht. Würde mit Sojasauce besser schmecken. Ich möchte aber kein netter Mensch werden. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Er hat eine hohe Dosis des Virus getrunken. Das ist ja der Hammer. Armer Freund. Befrei dein Herz von der Dunkelheit, mein Bruder. Knutscher. Jack, William, kommt, bindet mich los. Er hat die Schlüssel! Super, Avril. So, und jetzt gib sie mir. Los! Hast du was gesagt, du Zwerg? Dachshunde sind gute Hunde, aber sie haben ein starkes Temperament. Aber er zerstört unser Gefängnis. Ich sollte mit einer stärkeren Dosis beginnen. Wir müssen ihn einfangen. Schnell!
So, und was jetzt, Joe? Plan B. Wir werden das Tor einfach mit einer Explosion aufbrechen. Was ist mit Iverell? Wir kommen wieder zurück, wenn er geheilt ist. 10-1, dass wir nichts spüren werden. Wette gilt! Los, ab geht's! Das waren jetzt alle Flaschen, Joe. Es ist keine mehr übrig. Hopp! Und jetzt nicht wie weg, bevor das Ding in die Luft geht. Träum was Süßes, Doc. Deine Suppe schmeckt ziemlich gut. Du meine Güte, die Anzeige ist im Roten. Das Ding wird explodieren. Das ist... total abgefahren! Ich schicke, sobald wie es geht, ein paar Flaschen von der Gutmenschenlösung. Passen Sie gut auf ihn auf. Hallo, meine Dame. Brauchen Sie Hilfe, Miss Betty? Oh, danke, Avril. Das ist sehr nett von dir. Ich blase dir das Gehirn aus dem Leib! Joe, das ist gemein. Sowas machen nur böse Menschen. Pass auf, ich werde dir gleich wehtun! Aber Joe, sowas macht man doch nicht. Mann, diese Bernardiner sind vielleicht verspielt. Souvenirs, Glücksbringer, Knäckebrot, Schaschaschabunak. Psst, hey, hast du's dabei? Gib mir. Das Bleichgesicht muss mir zuerst die Monetas geben. Wir sind im Moment ein bisschen knapp bei Kasse. Ich dachte, wir kriegen einen kleinen Kredit. Mr. Peabody! Ach, komm schon, bei den vielen Sachen, die wir dir abkaufen, kannst du uns doch mal einen kleinen Rabatt geben. Ist ja gut, ich komm schon. Und? Was gibt's für ein Problem? Tja, sehen Sie selbst. Das ist doch der miserable Medizinmann vom Stamm der schlecht gelaunten Bären, oder? Das ist richtig. Sein Stamm hat ihn abgestoßen. Mhm. Offensichtlich pfeifen Sie auf altbewährte Werte. Ich bin ziemlich enttäuscht. Wir können ihn nicht aufnehmen. Ich dulde keine Indianer in meinem Gefängnis. Tja, wir haben aber keine Wahl. Bis bald. Ich stampf ihn in Grund und Boden. Hallo, fabelhafter Falke. Wie läuft der Handel mit den Chicory-Gesichtern? Die Bleichgesichter stehen auf Knickknack. Erinnerungen an ihre Reise hier, Symbole der Indianerkultur. Ruhe, Kojote. Du denkst immer nur ans Geld. Es ist das Ende des Mondzyklus und ich bin knapp bei Kasse. Das reicht. Fabelhafter Falke wird von jetzt an falscher Falke genannt. Der miserable Medizinmann hat gesprochen. Hä? Oh nein! Habt ihr gesehen, was ich gerade gesehen habe? Es wird Zeit, dich in deine Zelle zu bringen. Miserabler Medizinmann schläft in seinem Wigwam. Für wen hältst du dich, hm? Die Regeln besagen eindeutig, dass alle Gefangenen, wir können ja mal eine kulturelle Ausnahme machen. Den Typen sollte man nicht verärgern. Jungs, ich hab einen Plan. Ich werde seine Laune ein bisschen aufmuntern. Hau! Die Gelbgestreiften und ihre Brüder, die Rothäute, müssen gegen die Blaumänner kämpfen. Im Namen der Freiheit der Unterdrückten. Miserabler Medizinmann mag die blumige Sprache von gestreifter kleiner Köter. Er akzeptiert eine Allianz mit den gestreiften Brüdern. Aber nur, wenn sie die indianische Kultur annehmen. Okay, aber dann brechen wir aus, ja? Ja, Rekruten, ein guter Indianer muss in der Lage sein, in der alten Sprache zu kommunizieren. Bitte schreibt mit. Im großen Tal, in der Nähe des großen heiligen Kaktus, kaut ein Büffel genüsslich vor sich hin.
Gemeinsam mit anderen Büffeln einer riesigen Herde. 10.000 Büffel. Häuptling, die Büffel sind wieder zurück. Ah, meine Augen brennen. Meine Arme fallen ab, Joe. Wo sind denn die Büffel? Damit der Stamm ernährt wird und zu Ehren unserer Vorfahren, muss ein guter Indianer wissen, wie man auf Büffeljagd geht. Ein guter Büffeljäger folgt immer der Spur seiner Beute. Oder sie folgen eben unserer Spur. Rekruten, ein guter Indianer muss Feuer in seinem Blut haben und Rhythmusgefühl. Los, 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 los! Wer ist so klug wie wir? Wer ist so stark wie wir? Die Größten, die sind wir. Oh ja, wir zeigen's dir. Und wie? Die Schärfsten, die sind wir. So, nach dieser letzten Prüfung sind meine Vorfahren, grinsender Hamster und stinkender Fuchs, stolz, euch in ihrer Indianerfamilie willkommen zu heißen. Was hat er gesagt? Ich kann ihn nicht hören. Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr eure Angst überwinden und den Himmel erobern. Er sagt, wir sollen runterspringen und auf dem Kreuz landen. Okay, Averill, du springst zuerst. Du hast das Seil vergessen. Hab ich? Der Nächste. Na bitte, sehr gut. Die schlecht gelaunten Bären haben das Kriegsbeil mit den Blauen begraben. Tja, wer hätte das gedacht? Es gibt gute Neuigkeiten, mein Freund. Du bist frei. Ein Friedensvertrag wurde unterzeichnet. Der Rebellenmedizinmann wurde amnestiert. Das ist doch Schnickschnack. Ein Frieden mit den Blauen ist völlig unmöglich. Ich zeig Ihnen, wozu ich in der Lage bin. Warum wollen wir noch länger hier drin rumhängen? Machen wir uns auf den Weg. Nein, eure Ausbildung ist noch nicht beendet. Ihr werdet schön hierbleiben. Hey, Federbursche, wir haben genug von deinen blöden Übungen und dem Rumgelabere. Hol uns endlich hier raus, oder ich mach Hackepeter aus dir! Die Zunge des Betrügers ist bösartiger als die einer Schlange. Keine Bewegung, oder du kriegst eine Wolke von mir! Das Ding funktioniert irgendwie nicht. Ah! Die Indianer-Technologie ist absolut top, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Hurra! Totem, Souvenirs, Glücksbringer! Und hast du unsere Bestellung dabei? Pullover, Tofu, lustige Hüte und Indianer-Regenschirme? Na, wie wollen die Bleichgesichter diesmal bezahlen? Vielleicht mit Wasser. Hey, Neuer, was machst du da? Steine bemalen? Nein, das gehört nur zu meinem Job. Und was für einen komischen Job hast du, Neuling? Paläontologe. Paläontologe? Was ist das, die Kunst, Pantalons zu studieren? Paläontologe, ich studiere Fossilien. Ich führe Grabungen durch. Ach, sie graben? Doch, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Also, Ihr Job gefällt mir, Mr. Magnon. Vielleicht könnten wir mal zusammengraben. Das ist unehrenhaft. Ich könnte nie etwas so Unmoralisches tun. Was machen Sie dann hier, wenn Sie so ehrenhaft sind? Das ist ein tragisches Fehlurteil. Ich bin unschuldig. So wie wir alle. Sehen Sie, ist kein Problem. Sie paläontologieren einen Plan für uns, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Averill! Wo ist
mein Knochen, mein Knochen. Und ich wollte gerade dran rumknabbern. Oh, das ist ja unglaublich. Gibt es denn sowas? Das müssen Sie sich ansehen, Direktor. Was gibt's denn, Gefangener? Das ist ein äußerst seltener Dinosaurierknochen. Sie müssen das Gelände absperren und vorsichtig das gesamte Areal umgraben. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Knochen von Rantanplan. Aber nein, das Ding ist steinalt. Nein, unter Ihrem Gefängnis befindet sich eine prähistorische Fundstätte. Mein Knochen! Der Typ hat meinen Knochen geklaut! Wahrscheinlich ein Wahnsinniger. Eine prähistorische Fundstelle unter meinem Gefängnis? Und eine sehr große, Direktor. Dieser Knochen ist viel wert, lieber Direktor. Die ganze Welt wird darüber sprechen. Was, die ganze Welt? Wir brauchen einen Spezialisten, was Graben betrifft, und zwar einen Paläopologen. Paläontologen? Und zufälligerweise bin ich einer. Aber ich brauche etwas Hilfe bei meinen Grabungen. Was für eine Hilfe? 4 Männer unterschiedlicher Größe. Sehr schön. Wir haben die Daltons hier. Die kennen sich mit Graben aus. Pardon. Los, organisieren wir die Grabungen. Die Daltons sind mal wieder am Graben. Das ist nichts Neues. Entschuldigung, meine Herren, aber Sie können auf Millionen Jahre alten Fundstücken stehen. Wir brauchen ein paar Knochen, damit unsere Grabungen glaubhaft sind. Da haben wir aber Glück, heute gibt's Hühnchen. Wir brauchen sehr viele Knochen, Everett. Wir müssen alles für das Skelett des Dinosauriers zusammensetzen, der vor Millionen Jahren gelebt hat. Der Wahnsinnige, er sammelt Knochen. Ich schnapp sie mir, bevor er sie frisst. Das ist ja unglaublich. Der Höhepunkt meiner Karriere. Sie müssen nicht mehr so tun, als ob. Die Wachen sind nicht da. Das ist das fehlende Stück. Der Beweis, dass die Menschheit von den Affen abstammt. Ist mir egal, wovon wir abstammen. Ich will bloß weg hier. Oh, ich werde sowas von berühmt und steinreich. Was? Steinreich? Los her mit dem Knabberknochen! Ich bin doch der Beste! Hey, mein Knochen! Bleib stehen, verfluchter Kötter! Warte! Und geht es voran? Hm? Oh. Mein Knochen bleibt so fast stehen! Mein Gott! Mein Knochen! Gib mir meinen Knochen! Oh, der Knochen gehört mir! Oh, das ist Pepe, ein Vorfahre meines Indianerstamms. Unmöglich, ihr Pepe ist ein wichtiges Beweisstück. Hey, keine Beleidigungen. Es wurden schon Leute für weniger skalpiert. Wenn ich Ihnen zeige, wo die Reste Ihres Vorfahren sind, lassen Sie mir dann meine Haare? Ich hab's unterm Gefängnis gefunden. Wollen wir hin? Die Indianer haben den Wahnsinnigen gefangen genommen. Meine Knochen sind in Sicherheit. Manio! Joe? Er bringt meinen Knochen zurück ins Gefängnis! Hör mal, Joe, wir sind draußen. Wollen wir nicht lieber abhauen? Kommt nicht in Frage. Da, wo wir den wertvollen Knochen gefunden haben, müssen auch noch andere sein. Los, zurück in den Tunnel! Das ist wie eine Flucht rückwärts. Er war der Anstifter. Mr. Mignon war äußerst kooperativ. Er hat einen Krieg mit den Indianern im Tausch gegen ein Dinosaurier-Skelett verhindert. Und um seine Missetat wieder gut zu machen,
Hat er euch viel verraten? Entschuldigung, es war nichts Persönliches. Nur für die Wissenschaft. Sie stammen von einem Affen ab! Das werde ich Ihnen gleich beweisen! Wer hätte gedacht, dass Pepe so aussah?